Unangenehme Nachrichten kommen immer gerne spät. Diesmal sind die Pensionisten Opfer dieser Informationspolitik. Wenn sie sich nämlich darauf eingestellt haben, in 2 Wochen das Weihnachtsgeld zu erhalten, dann wird heuer daraus nichts. Sie müssen noch einen Monat warten. Grund dafür ist eine Neuberechnung für neu eintretende Pensionisten. Pensionisten werden ihr Weihnachtsgeld ab diesem Jahr nicht wie gewohnt im September, sondern erst im Oktober ausbezahlt bekommen. Der Grund dafür, neu eintretende Pensionisten bekommen das 13. und 14. Vulgo Urlaubs- und Weihnachtsgeld nur mehr anteilsmäßig, so wie auch Angestellte. Tritt also jemand unterm Jahr in die Pension ein, so hat er bisher den vollen Bezug der Sonderzahlung erhalten. In Zukunft bekommt er sie nur noch anteilig. Der Auszahlungstermin des Urlaubsgeldes ist im April. Um 6 Monate Abstand zum Weihnachtsgeld zu haben, wird der Termin fürs Weihnachtsgeld nun verschoben von September auf Oktober. Diese Verschiebung des Auszahlungstermins, die gilt für alle Pensionisten. Die Höhe der Pensionen, die ändert sich dadurch nicht.